Ja, und damit begrüße ich euch zu der nächsten Folge GTA. In der letzten Folge haben wir uns ja ein... What the fuck? Hallo. So. Haben wir uns ja einen E-Mail-Account gemacht. Jetzt habe ich auch wieder Live-Ton dabei. Oh mein Gott, den Wagen kann ich vor meiner Tür nicht wegnehmen. Der sieht so geil aus. Taxi. So, du fährst nicht mit. Ich fahre nämlich mit. So, und dann geht's ab nach Forstin. Bam, 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 badum. Und da sind wir. 13 Dollar. Rigged to blow. Dum, 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 dum. Ah. Hallo. Is Mikael home? No, he's out. Okay. Okay. Should I wait outside? Soll ich draußen warten? Nee, nee, komm rein. Thank you. You're welcome. Ja. Setz dich, Junge. Danke. Ach komm, diese Scheiße überspringen wir. So, begib dich zur alten Fabrik und finde den Truck. Okay, dann klauen wir uns hier mal wieder den Blister. Compact! Blister Compact. Okay. Muss ich mit dem Auto hinfahren, weil die Linie blau ist. Kann ich nicht mit dem Taxi. Das heißt, ich brauche ein Auto. Sehr gut. So, da fahren wir doch gleich mal hier zur alten Fabrik und suchen den Truck. Damn's. Ich glaube, ab der nächsten Folge mache ich dann auch so ein paar Automods rein. Wie schon gesagt, nur Optik, nichts irgendwie vom Fahrgefühl, von der Beschleunigung, nur Optik, dass ich da irgendwie mit so einem BMW oder so rumfahren kann. Yo, 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 yo. So, bam, haben wir schon weggeötscht. Besten Fahrkünste in GTA ever. Oh fuck. Ich hasse es so. Steig in den Truck. Okay. Flatbed. Ich hab den Truck. Fahr rüber zur Werkstatt an der Ecke Guantanamo und Windmill. Parke drin. Was liefere ich denn? Wenn er drin ist, zündest du den Sprengstoff. Sollte ein nettes Feuerwerk geben. Vielleicht solltest du auf der Fahrt etwas vorsichtig sein. Das Zeug ist verdammt empfindlich. Explosive, what the fuck? Wo ist das denn, Alter? What the fuck? Die ganze Strecke soll ich jetzt vorsichtig fahren. Ja, ist ja teilweise nur geradeaus hier, ne? Oh mein Gott. Wenn ich irgendwas falsch mache, fliegt der Truck in der Luft. Auch ein nettes Gefühl, wenn man hinterm Steuer sitzt. Oh oh. Oh. Und jetzt muss ich gleich die Maut bezahlen. Hoffentlich halten die mich nicht an und gucken da rein, wie in so einem Zoll. San Juan Sound Classic. Ne. Taf Kong. Bis jetzt haben wir noch keinen... Oh. Der Zustand des Trucks wird durch die blinkende Lampe am Heck angezeigt. Ah, okay. Jetzt blinkt sie schon schneller als gerade irgendwie. Was macht der da? Ach, fuck off.
Dann bin ich halt dran. So, Alter, du bist doch ein Wichser, bist du doch. Wechselt hier die Spuren, dann dränge ich dich ab. Roman. Boah, der immer, ey. Was macht der? Alter, der Typ geht ja voll ab da unten in dem Wagen. Hupt erstmal und rastet aus. Okay, wenden. Oh, oh, Polizei, nein. Oh, fuck. Jetzt hat mich die Polizei auch noch. So kurz vor dem Ziel. Ich fasse es einfach nicht. Parke den Truck in der Garage. Ich parke den Truck trotzdem hier drin. Ob die Polizei das jetzt will oder nicht. Oh. Mach die Bombe scharf. So, Bombe ist scharf. Renn, Nico, Junge! Ach du Scheiße. Oh ja. Junge, leck mich am Arsch, geht das ab. Verschwinde aus der Gegend. Fuck, Junge, hier geht's ja voll ab. Da kommt auch schon die Feuerwehr und sie überrollt mich einfach. Ja, natürlich. Dem, 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 dödem. Hallo, Taxi. So, gespeichert. Alter, halt doch an, du Affe. Danke, Ficker. Halt die Schnauze. Ohne dich wären wir auch schon was. So. Ja, komm, fahr mich erstmal zum Versteck, weil das ist in der Nähe von Little Jacob, Roman und den anderen Vollidioten. This is it. Okay. Thanks, motherfucker. Dann speichere ich mal kurz das Spiel. Ah, wo ist die Tür denn? Leck mich doch am Arsch, ey. Hier. Und ich wette, gerade wenn ich in der Wohnung bin, ruft mich wieder irgendeiner an. Gerade wenn ich drin bin, wette. Oh. Ich kann auch mal schlafen, ey. Damn. Dun, 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 dun. So, Roman, sag ich doch. Ah, jawohl. Okay, ich soll jetzt anscheinend zum Internetcafé. Geh ins Internetcafé und lies deine E-Mails. Brucey ist ein Autofreak und ich soll jetzt illegal irgendwelche Karren für ihn klauen. So eine wie die hier zum Beispiel. Schwarz-Rot-Gold, jawohl. Und steht SS hinten drauf. Ach du Scheiße. Deutschland, ey. Deutschland, shooten, Bro. Ey. Hey, 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 hey. So, hier sind wir auch schon. Du hast dein Ziel erreicht. Perfekt geparkt mit der Motorhaube in einem Pfahl.
That droid monkey? He is a good friend of mine. He'll be a good friend of yours too, if you let him. Anyway, he's got some work and we are in... Ja, ich weiß. Deswegen bin ich doch jetzt hier. Oh mein Gott, ey, der ist so bekackt, ey. So, Mails checken. 4 Stück. Brucey Kibbutz. Lese ich erstmal hier oben. Fisting 89722. Ah ja. Roman. Ja. Sit-up-Rekord. Toll. Da, so. Du musst auf Bruces E-Mail antworten, wenn du den Wagen für ihn klauen willst. Der Wagen ist so gut wie dein. Nico. So, hol den Intruder in Chess Point ab. Wo ist das? Sag nicht wieder am Arsch der Welt. Beim nächsten Taxi halte ich wieder an. Schultenbrau. Oh, jetzt, oh, sorry. Jetzt gibt's auf die Fresse, Junge. Ich box jetzt so die Nase kaputt, ey. Ich mach dich so kaputt. Einmal bitte zum Zielort, danke. Junge. Da ist die Karre. Und da bin ich wieder, ja, muss man nicht verstehen, mein GTA 4 ist gerade abgekackt. Jetzt bin ich nochmal am PC gegangen und Brucey will jetzt kein Auto mehr, sondern eine Sanchez, ein Motorrad. So, ist aber wahrscheinlich auch, ne, ist hier in der Nähe. Ah, oh, so eine Scheiße, ich komme gerade da an, GTA 4 funktioniert nicht mehr. Ich so, what the fuck, was geht jetzt ab? Naja, so, dann holen wir mal das Motorrad ab. Ist auch egal, ob jetzt Auto oder Motorrad. Wir holen auf jeden Fall irgendwas für ihn. Ach, eine Autowaschanlage hier. Dude! Ja. Ja, was tue ich? Ja, warum kann ich? Ah, oh, du dreckiger... Mann, ich hub dich an. Nein, nicht überschlagen. So, da ist auch schon die Karre. So, den muss ich erst kaputt fisten. Chinese oder was? Warte mal, eben mal hier so. Zack. Zack, der ist schon mal weg. Und aus ihm wurde auch Sushi gemacht. So. Dann kann ich mir jetzt hier die Karre krallen. Bring das Motorrad zu Bruceys Garage. Also meine Motorradfahrkünste in GTA sind schon besser als meine Autofahrkünste. Ja, sie sind schon besser als bla bla bla, ne? Jetzt kommen wir jetzt hier, Ficker. Heb auf die Scheiße und setz den Helm auf, so. Boah, mach die Scheiße. Alter, leck mich am Arsch, Junge. Ich schwöre es dir, verpiss dich, Junge. Was willst du, Alter? Oh, jetzt habe ich auf den Bullen gezielt. So, jetzt aber die Scheiße. Mein Gott, ey. Ich hoffe, wir kommen noch lebend an der Garage an, ey. Lass mich in Ruhe, Bulle. Hau ab. So. Jo. Bitch.
Dem, 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 dem. Ja, sicher. Sag mir, dass die Kurve geil genommen war, oder war die geil genommen? Hä? So, und ab hier um die Ecke und... Damn, das war auch geil. So, da ist Brucys Garage. Zack, der hat er am Motorrad. So. Brucey anrufen. The Sanchez is now in the lockup, man. It's a fun little bike. You're a fucking alpha male, man. Ey, du hässlicher Affe, Alter. Fuck off. Ah, jetzt müssen wir vor den Bullen fliehen. Weil wir den schön hier mit einer Dings runtergefistet haben hier. Aber ich wollte hier so ein Ding haben. Ich wollte einen Sanchez. Kann ja auch nichts für. Dun, 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 dun. Nein! Nein! Wenn das kein Körper war. Wenn das kein Körper war. Oh, hier ist aber Wellengang ein bisschen. So, da ist auch schon wieder der Ausstieg hier. Jetzt muss ich mir schnell irgendwo eine Karre krallen und hier abhauen. Nein! Was soll denn der Scheiß hier? Junge, da ist so eine kleine Lücke und ich falle genau dazwischen. Oder was? Oh, oben warten schon die ganzen Bullen auf mich. Oder was ist jetzt hier los? Nehme ich mal lieber das Mikro-SMG mit. Schnell, irgendwo eine Karre. Ja, meinetwegen auch die hier. Yeah, Buddy! Nein! Und dann kassiere ich einen Headshot. Ich fass es nicht. Dann kassiere ich einen Headshot, Junge. Das ist so unglaublich. Naja, damit verabschiede ich mich erstmal und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Grand Theft Auto 4 mit Ricky. Bis dahin, haut rein, Leute.